Ah, die raue See. Einfach wunderschön, oder? Kreis? Hey, ey, Moment mal. Was machst du da? Machst du schon wieder Zeichnungen von Mr. Bubbles Penis? Was für ein prachtvolles Stück. Ja, ein wunderbarer Penis. Kannst du damit aufhören? Mr. Bubbles, komm schon, wende dich ab. Hey, wir haben darüber gesprochen, Kreis. Keine Zeichnung. Nein. Schniedelsammlung der sieben Weltmeer. Nein. Keine Zeichnung von den Genitalien meines Affens. Wir machen sowas nicht. Mr. Bubbles ist noch alles da. Eines Tages hätte er berühmt werden können mit diesem wunderschönen Gemälde. Glaube ich nicht, nein. Keiner kauft Affenpimmelbilder. Niemand. Nein, niemand. Ich habe einen großen Kundenstamm. Ja, ja. Nun, Kreis, wir haben eine Mission. Du erinnerst Welche dich, oder? Welche Mission? Nein, ich erinnere mich an keine Mission. Kannst du dich nicht erinnern, was Madame Olivia gesagt hat? Madame Olivia? Madame Olivia. Ist das die Frau aus diesem Massagetantrum? Ja, es kam mir vor, als wäre es vor einer Stunde gewesen. Ich kann mich genau daran erinnern. Ray, enter and take respite. I am Madame Olivia of the Order of Souls, and your arrival was foretold to me. As was your quest to seek out and destroy the abomination once known as Briggsy. As you may know, the Order offers bounties for the skulls of those undead wretches that roam the Sea of Thieves. Yet even I am not permitted to send pirates in pursuit of a skeleton lord, for that would be sending them to oblivion. In life, Briggsy was a flamboyant adventurer who thrived on danger and excitement. How could she not seek out the fabled shores of gold? But now, she has been consumed by evil's thrall and is a fearsome foe to all she encounters. And yet, if the whispers on the wind are true, you have already claimed the Shroud Breaker. Perhaps there is a chance you might prevail. Very well. These papers hold fragments of memories from those who pledge allegiance to the Skeleton Lord. If you can decipher their meanings, they may lead you to artifacts, relics of Briggsy's life. Bring all that you find to me, and I will shine a light into the darkness that awaits you. Go now. I must prepare the ritual ready for your return. Ja, genau das hat sie gesagt. Ja, gut. Ich habe den Anfang irgendwie nicht aufnehmen können, weil das Bild kaputt war. Ich wurde irgendwie infiltriert, Geschlechtsteilbilder wurden zensiert. Ja, und dann konnte ich nicht aufnehmen. Wenn man nur Affenschwängel untersucht, kein Wunder. Das ist der einzige Schwängel, der in der Nähe ist. So, wir müssen an der Insel, die vor uns liegt, müssen wir vorbei. Hast du gesehen, ich habe mein Bein verloren beim großen Schnapsleichenwettbewerb. Alter, der Grockfuß. Ich habe einen Grockfuß. Der altbekannte Grockfuß. So, mach Segel auf. Ja. Er applaudiert sich für seinen Grockfuß, aber Segel können wir fahren, Junge. Das ist eine Auszeichnung, mein Junge. Hier, zack, Quicksegel. Quicksegel. So, Madame Olivia aus dem Massagesalon. Ordentlich im Tantra-Club Olivia. Im Tantra-Club Olivia. Wir fahren am besten rechts. Nee, warte mal, oder? Doch, wir fahren rechts vorbei an der Insel. Im Tantra-Tunken-Club Olivia. Da habe ich, hab ich Seemannsgarn gesponnen. Ach, im TTO. Das ist doch da an der Balzac Isle, oder? Unten an der Balzac Isle, genau. Ja, da gibt's guten Whisky, habe ich gehört. Aber da kommt man nur rein mit einer Sacknaht, weißt du? Schlackersaft. Eine ordentliche Flasche Schlackersaft und dann, ja genau. Dann Mr. Bubbles, guck mal, Mr. Bubbles klatscht. Der freut sich immer, richtig. Immer wenn wir lossegen, ich drück auf Aufnahme und es kommt ein Gewitter. Mr. Bubbles mag die Glocke. Er freut sich an der Glocke. Ja, Mr. Bubbles. Ja. Guter Mr. Bubbles. Mein Papagei ist in der Kiste. Ja, das arme Tier ist tot, aber nun. Das arme Tier. So, sind wir unterwegs? Ja. Sehr gut. Rüber zur Devil's Lodge. Am Glabuster Hill. Okay, Mr. Kreis. Justiere die Segel. Justieren Sie. Noch ein bisschen hier Looky-Looky machen. Ja, und jetzt müssen wir dann wieder so ein bisschen links einschlagen gleich. Die Franzosen nennen ihn Mr. Bubels, ne? Mr. Bubel? Oh, guck mal, der ist der legendäre Affe von The Penis Build. Mr. Bubels. Ja, ja, eben, genau. Künstler aller Welt. Du denkst, dass also irgendwann sind wir so in der Situation, wo uns irgendwelche französischen... Oh, da kommt was angeflogen! Was? Wo denn?
Ist boah! Wow! Knapp daneben! Alter! Aber wer? Da oben! Da oben! Verrückte Skelettnomaden in Höhlen! Kommt direkt auf uns zu. Oh. Oi, oi, oi. Wenn der uns jetzt trifft. Ja, der will es aber wissen, ne? Der lässt hier nicht locker. Wissen. Was stimmt mit dem denn nicht? Ich weiß es nicht, aber er. Ganz knapp. Okay, okay, wir sind zu schnell. Gott sei Dank haben wir gute Winde. Du denkst also, wenn uns irgendwann so ein paar Piratenfranzosen bedrohen, werden sie sagen: Moment mal, bevor wir diese Männer erstechen. Schau doch mal. Diese, der legendäre Affe. Das ist doch dieser Mr. Bibels. Ich erkenne seinen Schniepel. So, ich habe uns mal ein bisschen Wind ins Segel gepresst. Damit haben uns damals die Penisbilder von Kreis gerettet. Ja, ja. Das ist doch Seemannsgarn, werden jetzt die Leute sagen. Aber nein, das ist wirklich geschehen. Es ist so geschehen. Kam aus dem Nebel. Ein französisches Geisterschiff. Das sind die schlimmsten. Ja. Und es hat nicht kapituliert. Sie haben gesagt, wir sind keine Franzosen, wir sind Belgique. Wo müssen wir da hin? Müssen wir da hinten, wo das Feuer ist? Oder? Weiß nicht. Nee, wir fahren gerade drauf zu. Wir fahren gerade drauf zu. Es könnte diese brennende Insel sein. Nee, die brennende, die ist ja weiter rechts. Ach so. Oh, die brennt aber böse, ne? Ja. Moment, ich nehme mal hier mein Spuckrohr. Was ist das? Vulkan oder sowas. Und in 3 Minuten sagt jemand hinten auf der Insel, da war schon wieder so ein Papierkügelchen aus dem Nichts, was mich am Hals getroffen hat. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Setz die Segel. So, hier nochmal guten Wind bei Vollmond. Ah, das sind so die Nächte. Ah, nee, das ist gar kein Vollmond. Nee, aber Halbmond. Hier oben sind schön die Nordlichter. Oder drüben, da schwimmen wieder irgendwelche Fässer an uns vorbei. Da glitzert aber nichts. Nee, da glitzert nichts. Nur der Meeresglitzer lockt uns an. So, Madame Olivia. So, und laut Madame Olivias Buch müssen wir jetzt irgendwo oben auf so einen. Nun, wir suchen jetzt erstmal hier den Schlüssel der Skelette. Na, wir müssen hoch. Wir müssen hoch auf den Berg. Mr. Kreis, führen Sie uns näher ran. Oh, verwunscht. Aha. Was macht denn Mr. Bubbles da? Ich glaube, er schrubbt sich ein. Hey, Mr. Bubbles, mach wenigstens die Laterne aus. Alle können dich sehen. Ein bisschen näher ran. Wir bauen so ein kleines Boot. Ein kleines Beiboot. Oh, da ist irgendwas Leuchtendes im Wasser. Oh, 2 leuchtende Dinge. Grün und rot. Ja, aber sollen wir nicht noch ein bisschen näher ran? Wir sind noch voll weit weg. Meinst du, findest du? Ja. Ah, nee, es geht so, finde ich. Okay. Oh Mann, jetzt geht's rund, sage ich dir. In einer erotischen Nacht in der Südsee. 2 Männer. Bereit? Müssen wir das nachts machen? Ja, müssen wir. Ich wünschte, wir könnten schlafen gehen, das wäre richtig cool. Guck mal, hier ist was Rotes. Siehst du das? Warum blinkt das? Und hörst du so Geräusche auch? Was ist das denn? Ich glaube, das ist ein Pirat. Hä? Was ist das für Geräusche? Alter, was ist das? Eine Sirene oder so? Cthulhu-Statuen. Wow! Hier sind Steine. Die mich irgendwie blenden. Wie jetzt? Du kannst es angreifen? Ich hab's angegriffen. Ich hab ein bisschen Angst. Da hinten leuchtet was Grünes. Ja, ja. Guck mal, es nimmt aber keinen richtigen Schaden. Nee, irgendwie nicht, ne? Es zieht mir Lebensenergie ab. Ja. Es saugt an mir. Ja, auch so ein Ding wahrscheinlich. Verlierst du Lebensenergie? Ja. Keine Ahnung, nee. Das ist was vielleicht, wo wir später machen müssen. Ich meine, wir suchen ja auch diese 3 Steine. Ey, komm mal her. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe gar nichts zu essen mehr. Guck mal hier, mit dem Banjo. Ich wollte sie beruhigen mit dem Banjo. Ja, ich hab sie auch beruhigt. Das ist ein Schwein. Ja, guck mal, da ist die Schlange. Wie, da ist die Schlange? Hier ist eine Schlange, vor mir. Okay, ich versuche mal, sie mit dem Banjo ein bisschen zu bezirzen. Sie ist auf jeden Fall friedlich, oder? Ja. Aber jetzt kannst du die Schlange am Schwanz packen. Nee, wir brauchen dafür so einen Schlangenkorb wieder. Okay, wir müssen nach oben. Puh, okay, ja, auf dem Hügel steht im Buch, oder? Ich schau nochmal nach.
So, ein guter Ort, sie zu verbergen, dass wenn wir jetzt auf der richtigen Insel sind, über die ganze Insel streifen wir, wo sollen wir bleiben? Verstecken wir uns in einer Höhle oder gehen wir über die Berge? Da kommen Skelette. Wir schlagen unser Lager auf dem Hügel auf. Wir lassen uns nieder, um den Schlüssel zu beschützen. Meryl wird kämpfen. Okay, knack, mein Schädel landet im Sack. Alles klar. Das bedeutet, also wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben und nicht in der Höhle. Ich hoffe, wir sind unterwegs mal ein paar Fässer mit leckeren Bananen oder so. Das ja, cool. Glaub, wie der Insel gibt's Zeug ohne Ende. Ansonsten habe ich hier noch ein rohes Schwein. Treibgut. Guck mal hier, der wilde Eber. Da steht ein Typ, der total verwirrt ist. Hast du den gesehen? Nee, ich bin schon nach... Meinst du mich? Nein, oder war so ein schmutziger Kerl. Ja. Schon fast gesehen? Nee. Ist schlecht. Hier sind richtig viele. Okay, ich habe nicht meine ganze Lebensenergie in diese komische Statue gepulvert. Deine ganze Seele. Habe ich jetzt kein Essen drin? Oh nein. Doch, hier. Ich habe dir was drin gelassen. Brettel. Brettel. Nom. Ey, da drüben. Was sind das für Kollegen? Stan, er verflucht's mich. Er hat keinen Bock, Wache zu halten. Er sagt, verflucht seist du, Kies. Du gut aussehender Mann. Ist da eine Granate oder so drin? Oh, hier kommen Skelette von hinten. Ich hab eine Granate. Ich geb ihm mal eine. Captain Avery ist hier drüben. Schmeiß Captain Avery mal. Oh. Oi. Hat das Schaden nicht gefallen? Nun. Oh, der hat einen Blunderbuss, Dingsbums. Der blundert uns, der Avery. Wow, sind das viele? Wow. Ich bin. Die treiben mich in die Ecke. Sie haben es mit mir auch getrieben. Schieß! Schlag! Oh. Captain Avery! Der eine hat auch eine Knarre. Zwei Knarren! Oh. Ich mach Doppelschlag. Okay, kriegen wir hin. Oh. War's das? Nein, noch lange nicht, Avery. Oh. Die wollen es mit mir machen hier. Oh. Wir müssen Avery bezwingen. Ja! Avery ist down, oder? Wir haben ihn. Da oben steht noch einer mit einer Blunderbum. Mach ihn weg, ich hab den Schlüssel. Oh. Guck. Oh. Riech mal dran. Oh. Riecht nach Avery, oh. Oder? Riecht richtig nach Avery. Alter, wir haben den Schlüssel der Skelette. Geil. Geil, Mann. Der geil. Legendäre Story-Modus. Ey, das Spiel ergibt plötzlich so viel Sinn, ne? Nach, weiß ich nicht, über 2 Jahren, die es quasi ja schon da war. Das Spiel ist plötzlich irgendwie ultra gut. Guck mal hier, zack. Wir sind hier, Leute, hier. Ich bin auf dieser einsamen Insel gefangen, gestrandet. Mit diesem Norddeutschen. Okay, Moment. Was ist denn hier los? Also den Schlüssel bringen wir jetzt erstmal an Bord, ne? Ja. Diesen Norddeutsch. Ja, sicher, Digga. Oh, du sag mal, das ist doch 1772 hier, oder nein, nicht? Nein, ist es nicht. Nein. Das ist die, aus der Zeit, da kommen die Geschichten. Nein, tun sie nicht. Bitte geh. Oh, das war damals bitte schon. Bitte ruinier jetzt nicht mein Piratenabenteuer, okay? Ihr könnt mir helfen. Oh, was ist das für ein Schlüssel? Darf ich den mitnehmen? Ja, nimm ihn mit. Ich schleck am Schlüssel. Oh. Mission erhalten. What? Ist also auf der Insel die Mission? In uralten Knochen. Nee. Crook's Hollow. Captain Dumenice. Captain Dumenice? Ja, keine Ahnung. Dominique. Captain Dumenice? Captain Dumenice. Mein Name ist Captain Dumenice. Ich hab ne dumme Nase. Warum nennt man dich so wegen meiner dummen Nase? Aber wieso ist sie denn dumm? Weil du nicht denken kannst. Meine Nase, nix Gehirn. Nase, kein Gehirn. Dumme Nase. Ich viel Nase, aber nix Gehirn. Ah, aber die See ist schon wieder ein bisschen schwubbelig, oder? Na, guck mal, da will er mit seinem Skin hier angeben und hat nicht mal die legendäre Leuchteschwertfigur vorne. Wie, die Leuchteschwertfigur? Warte, ab eines Tages werde ich das Eichhörnchen besitzen. Ja, und dann sind wir die MSM Squirrelinsee, oder was? Ja, die Squirrelinsee. Die sind doch jetzt schon. So, Moment. Wie geht's weiter hier? Okay, wir haben Schlüssel. Geh mal an Deck, da habe ich mehr Sonne.
Blackheart Bill ist das nächste Mal, aber hier, Moment. Schlüssel. Klar, hey, dann Geräusche, die nehmen. So, haben wir, ne? Ja, jetzt haben wir The Key. Dann brauchen wir die Erinnerung von Blackbeard, ne, Blackheart Bill. Skelettbild Blackheart ist von... Bill. Wie heißt der Mann? Blackheart Bill. Blackcock Bill. Gut. Wir segeln mit ihr, was? Ins Westliche? Wir müssen jetzt nach Westen. Okay, Moment, also. Wir segeln mit ihrer ganzen besonderen Truhe in den westlichen Blablabla. Wir suchen Moment, eine Truhe? Ja, jetzt eine Truhe. Ach so, genau, klar, die Truhe für den Schlüssel. Nach einer Insel, sie dort zu vergraben. Suchen's nach einer großen, wo wir sie verstecken können. Dann finden's wir sie. Wir nehmen's, die Truhe, und wir rudern's hart, bis wir das Knirschen des Sandes hören. Okay, und siehst ja so Bilder von der Insel, genau, dann, ne? Finden's einen Ort, die Truhe zu vergraben. Mich geschickt mit den anderen. Dort festgehangen mit Schauerskelett Gold Tooth. Der es mag, den armen Bill zu schikanieren. In Reih und Glied, wir laufen wie Gänse. Armer Bill den ganzen Weg schikaniert. Nur Schwänze. Au, noch ein Stein auf den alten Bill. Ist das nicht der Typ, den ich mit Steinen beworfen habe? Endlich, wir finden's Ort, Truhe zu vergraben. Keine Ruhe für den armen Bill. Nein, sie lassen's den alten Bill vergraben. Endlich kann er seine Schaufel beiseite legen. Vermisst den alten Captain Marrow. Da kommen die anderen wieder, kommen, um den armen Bill zu quälen. So rufen sie, Bill ist schwach, dumm. Also wir reden irgendwie so ein bisschen von deinem Onkel Bill, kann es sein? Ja. Schlag den alten Bill. Onkel Bills Back. Schädel, alles, das er ist und weiß, rollt den Sand herunter. Verloren, möge er wieder Blackheart Bill sein, eines Tages. Okay. Das ist eine traurige Geschichte, aber wir müssen erstmal die Insel finden und dann müssen wir seinen Weg. Das ist so ein bisschen CSI Pirates, weißt du? Ja. Ja, gut, das kann man mit den Bildern machen, aber guck mal, er sagt, es sind die westlichen Anthean Isles, ne? Mhm. So, im Osten. Da, wo wir gerade sind, ist Osten. Wir sind in den östlichen Anthean Isles. Irgendwo da oben sein. Guck mal, das da oben. Dieses Ding direkt. Ah, kann ich lenken? Nee. Das da? Lost Goldford? Nee. Das könnte schon sein, warte mal. Sieht sehr felsig aus, auf jeden Fall. Das ist, ne, auf jeden Fall was Felsiges, was wir hier haben. Mit so einer Schieflage. Das könnte. Ich finde, wir sollten da hinsegeln. Könnte passen. Das hier ist es nicht. Nee. Das ist so ein Klotz, so ein Stein. Das ist der Trading Post. Ja, das sieht auch wirklich aus wie ein Stein, ne? Aber hat er nicht gesagt, Aber nee, das ist viel zu groß, ja, ne? Sie waren auf dem Weg zu der großen Insel, ne? Also es könnte auch der Plunder Außenposten sein. Guck mal, sein. Er sagt, suche nach einer großen, wo wir sie verstecken können. Ja, das könnte auch was Großes sein. Lass mich mal ganz kurz ran. Aber es sieht nicht so groß aus auf dem Bild. Guck mal, auf dem Bild sieht das recht klein aus, ne? Ja, aber... Naja, ich meine, so klein ist sie auch nicht, oder? Markier sie mal, die Lost-Dings da. Welche meinst du? Lost Gold Ford? Das ist ja die, oder? Ja, nimm mal die. Die nehmen wir mal. Segeln wir da mal hin. Ja komm, da segeln wir mal dahin, da. Oh ja, komm. Wahrscheinlich gibt's wieder irgendwelche Explosionen und Tod und Elend. Ich weiß es jetzt weiß, schon. Aber nee, wir müssen ja nur am Außenposten vorbei. Ja, nur am Außenposten vorbei. Ja, klar. Und dann auf einmal brennt wieder alles. Mr. Bubbles spritzt ab und ja, du schreist. Ja doch, so ist es doch dauernd. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Ach so, weißt du, dass mir was völlig anderes hier versprochen. Du hast gemeint, ach komm, Kies, auf hoher See. Wir leben entspannte Abenteuer und gehen dann immer in den Tantra-Massagesalon. Aber nichts. Tantra-Salon? Also bis jetzt wurde ich nicht einmal tantrafiziert. Noch nicht. Das Tantra kommt erst später ran. Ah, wir haben wieder schlechten Wind. Ja, wir müssen eh da lang, oder nicht? Müssen wir nicht so nach rechts hier, die Richtung? Warte. Na, eigentlich sind wir genau auf Kurs. Jetzt geradeaus. Oder? Ja. Ja, und dann links an dem Außenposten eine vorbei. Eine große Insel könnte auch die da sein mit dem... Die da unten, oder? Eine westlich auf jeden Fall vom Dings. Es könnte auch die hier sein. Ich weiß es nicht. Shark Bait Cove. Ist auch eine große. Die Shark Bait Cove. Irgendjemand schießt doch schon wieder. Ah ja, wir werden schon wieder bombardiert. Die
Wieso? Keine Ahnung. Captain! Oi. Oh, 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 die fliegt. Wohin? Ah, nee. Nee, alles gut, alles easy. Irgendjemand da oben ist wütend. Wir werden ganz schön langsam. Weil wir sein... Moment, ich guck mal. Irgendwie haben wir auch so eine bösartige Melodie. Da ist ein Kraken! Oh nein, da ist ein verdammter Kraken! Oh Gott. Deswegen segeln wir nicht. Kreis! Oh mein Gott! Was kann denn tun? Gott, ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. Ich hab eine Banane. Nimm das! Habe ich ihn getroffen? Ladekanon! Gott! Damit habe ich nicht gerechnet! Arrrr! Wieso denn Harpune? Der Kraken, ich weiß es nicht. Ich dachte vielleicht... Oh nein, wieso schießt du den Harpunen, Junge? Okay, ich nehme mal hier was. Ich gehe an die eine, du gehst an die andere. Ah, er saugt mich! Ich werde gesaugt! Boah, ich habe ihn getroffen, Junge. Ich bin im Krakenschlot! Er kaut an mir rum! Kreis! Was denn? Schieß mich los! Wo Hilfe, ich bin hier oben! Der kaut an mir rum! Oh Gott, er wirkt an mir! Ich hab mich losgerissen! Wer hat dich eingesaugt? Der Tentakel! Oh Gott, wir müssen hier weg! Warte, ich bin nicht an Bord! Ich schwimme rüber! Die See ist auch ganz schwarz und schmierig und ölig! Mr. Bubbles! Wow! Oh Gott, was passiert hier? Oh, er schwimmt. Wo bin ich? Alles wird schwarz. Wo bist du? Ich bin gleich wieder da. Ich kann nicht an Bord. Warum? Weil ich sinke. Wir sinken? Oh Gott, wir sinken. Oh Gott, wir sinken. Haben wir den Skelettschlüssel? Der Skelettschlüssel. Nein, der geht rette den Schlüssel. Gib nicht. Du musst den Schlüssel retten. Kannst du wie denn? Du stirbst doch. Ich hab doch gar kein Inventar. Warum? Warum kommt da ein Kraken? Wieso kommt da auf einmal ein Kraken? Ich ertrinke gerade. Er saugt mich in die Tiefe. Irgendwas saugt mich. Bei mir ist alles schwarz. Ja, bei mir auch. Oh Gott, Alter. Was ist das für ein Spiel, ey? Ich muss dem Fährmann meine Seele anbieten. Hier, nimm sie. Ach nein, haben wir jetzt wieder keinen Schlüssel, ne? Oh, ich weiß. Der ist jetzt weg. Nicht. Oh nee. Oh Gott, ich bin auf dem alten Seelenkahn. Hey, Fährmann. Er hat mich irgendwie ausgespuckt oder so. Bist du noch am Leben? Ne, das Schiff ist untergegangen. Aber du lebst noch. Ich habe jetzt diesen Meerjungmann angesprochen. Oh nein, müssen wir jetzt wieder den Schlüssel bergen? So, der Schlüssel ist kein Inventargegenstand, ne? Den Schlüssel hältst du ja in der Hand. Gott, ich geh jetzt durch die Pforte. Ich bin auf einer wunderschönen Insel bei wunderschönem Wetter gespawnt. Ja, schön, und ich bin im Land der Toten. Ich gehe jetzt in den Seelenstrudel. Ich höre Piratenmelodien. Ich bin in der Spelunke. Ich bin in irgendeiner Spelunke gelandet. Ah ja, hier auf der Insel. Und wo bist du? Ah, da unten. Wie geht's Mr. Bubbles? Wie geht's Mr. Bubbles? Ich weiß nicht. Ja, haben wir jetzt keinen Schlüssel mehr, ne? Nee, ich glaub nicht. Das ist weg. Oh Gott. Wo hast du den hingelegt? Der lag im Schiff. Auf dem Brett. Wo wir alles hinlegen. Nein. Der wird da nicht mehr drin sein. Nein, der ist wirklich weg. Oh Gott. Wer konnte denn damit rechnen? Wo haben wir das Ding gefunden? Müssen wir da jetzt nochmal hin, ne? Wenn der Seemannsgarn gleich geblieben ist, bis hier ja. Ah, ich guck mal ab in den Seemannsgarn. Ja doch, das war hier auf dieser Steininsel da, ne? Nee, gar nicht. Wir wollten jetzt zur Steininsel. Wir wollten zur Steininsel. Sind wir weit weg von der Steininsel? Ja, aber dann haben wir haben ja dann... Jawohl. Ja, stimmt. Man kann aber beides unabhängig voneinander, glaube ich, machen. Wo haben wir das gefunden? Irgendwas mit Devil. Devil's Ridge. Hier. Naja, wir sind eigentlich genau da. Nochmal kurz runtersegeln. Boah, dieser Kraken, Alter. Dieser Kraken. Wow. Alter. Wie heftig, Mann. Ich hab doch gesagt. Du hast gesagt, nö, es wird wieder total easy. Ich hab's doch gesagt. Alles, was man mit dir macht, endet so. Ich kann doch nichts für Kraken. Natürlich. Du hast Krakenleckerlis ins Meer geworfen. Ich hab dich gewarnt. Du machst immer den Anker los, ne? Aber das Segel interessiert dich nicht, ne? Nee, weil Mr. Bubbles auf der Kiste unten schläft. Ich wollte ihn oben hinholen. Hat nämlich gesagt, hey Meister, wo ist denn frische Luft? Hier, Mr. Bubbles, alles gut. Hast du eine Banane?
Oh, das war mal wieder hier phänomenal. Okay, wir müssen jetzt eigentlich hier einmal rum. Ja, ja, genau, so links rum, ne? Sag mal ungefähr, wann wir gerade drauf sind. Na, noch ein Stück. Da hinten ist der Kraken immer noch übrigens. Wirklich jetzt? Ja, ich sehe ihn. Da hinten in der Ferne sehe ich seine Krakenarme. Verdammt. Oh ja, ich sehe ihn. Ja, ja. So, jetzt gerade runter. Jetzt genau drauf zu. Da vorne, dieses Ding da. Ja, ja. Verdammt, dieser Kraken ist echt mies, ne? Aber er kam auch einfach so und sagt so, ey, ja, ich bin Kraken. Lutsch an meinem Krakenarm. Weil wir müssen jetzt eigentlich, Truhe und Schlüssel irgendwie, das ist ja jetzt kein Checkpoint. Weißt du, was ich meine? Truhe und Schlüssel sind ein Ding, ja. Mhm. Das, was da drin ist, wird dann wieder ein Checkpoint sein. Wahrscheinlich, ja. Lock den Kraken nicht an. Aber ich will, dass der Affe klatscht. Das hört sich ganz anders an, was der da macht. Pitsch, 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 pitsch. Das ist Klatschen, ich garantiere es dir. Ja, ich klatsch auch manchmal ein bisschen lauter im Badezimmer. Was machst du da drin? Applaudieren, hört ihr das nicht? Ich schau auf meinem Handy eine Live-Sendung. Oh nein, wir müssen jetzt auch wieder hier diesen Kampf und alles machen. Ja, alles ist weg. Obwohl, ey, dieser abgefuckte Kraken. Der Inventar ist noch da. Aber hier kommt jetzt kein Kraken dann, oder? Naja, der ist da hinten, also. Ich denke ja, aber vielleicht hat er irgendwie Bruder Kraken noch oder so. Bruder Kraken. Bruder Kuskeng Kraken mit 9 Arme. Er hat 9 Arme, ich schwöre, voila. Das ist mein Kuskeng. 9 Arme, weird flex, but okay. Ich dachte, ich könnte ihn halt vielleicht harponieren, weißt du, dass ich irgendwie so eine Tentakel halt an Schiff nagle und dann sagt er so, oh krass, damit habe ich nicht gerechnet. Nee. Das ist ja auf so eine geile Idee. Aber der ist jetzt weg, ne? Oder? Ah, ich trau dem Kraken. Der ist weg, der Kraken. Ich werde auf jeden Fall nicht nochmal da lang. Nee, ich geh auch nicht nochmal hin. Du hättest gar keine Wahl, wenn ich da jetzt hinfahren will. Ja, dann zünd ich dich an und übernehme das Steuer. Okay, hier ran. Näher ran. Ich will nicht zu nah Richtung Kraken. Schmatz, Junge. Hast du Respekt, ne? Bremst du einfach. Wir bremsen. Oh, okay. Wenn der Schlüssel überhaupt jetzt nochmal da ist, ne? Captain Avery. Das ist jetzt auch die große Frage, Captain Avery. Oder wir müssen da hinten hinschwimmen, zum Kraken. Ja, aber warum sollte der dann da liegen? Ja, weil er da gesunken ist. Da hinten leuchtet ein Skelett. Ja, aber wir müssen doch wieder auf den Berg. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Diese Information ist richtig. Alter, der lässt hier das ganze Obst liegen, oder was? Welches Obst? Hier liegen Granatäpfel und Mangos auf dem Boden rum. Geil. Guck mal hier. Der Aschenkrieger. Banane. Der Aschenmann. Buttern wir Alter, mal ordentlich. Der ist voller Kerzenwachs. Naja. Ist richtig schön buttern, von hinten und von vorne. Lalalalalala. Italiener auf hoher See, lalalalala. Also auch den Kopf nehme ich aber mit, oder? Ja, warum nicht, oder? Damit werden wir jetzt auch keinen Kraken anlocken. Kein Kraken. Kraken-Wagen. Ey, alles Snake Island hier, oder was? Du musst dich zu der uralten Krakenkammer aufmachen, um unter der Erde ein Licht zu entfachen. Nein. Aber wir haben hier eine Schatzkarte für diese Insel, ne? Echt? Gefunden. Für diese hier? Für diese Insel. Was sollen wir machen? Auf Devil's Ridge liegt ein Geheimnis verborgen, das glitzernde Ende all deiner Sorgen. Du musst dich zu der uralten Krakenkammer aufmachen, um unter der Erde ein Licht zu entfachen. Okay, das heißt also, irgendwo hier gibt es eine Höhle, die uns unterirdisch weiterführt. Aber wir sollten erstmal hochgehen und gucken, ja, wir holen jetzt erstmal den Schlüssel. Ich schlag der Schlange nochmal kurz in die Schnauze. ins alte Cobra-Maul. Cobra Kai? Hier geht's hoch. Hier ist wieder so ein depressiver Mann, ne? Was ist da? Verpflegung. Und Schweine. Ja, und hier geht wahrscheinlich irgendeiner mal an die Kanone ran. Ja, manchmal, wenn hier Skelette sind, dann
glätten die da rum, weißt du? Wo bist du jetzt wieder hin? Sklatman, ich stand noch am Fass. Arme Sklatman. Oh, hier geht's rein. Da ist ein Dude mit einem Fass. Oh, Alter, was ist das hier für eine komische... Ich brenne. Wie, jetzt der ist explodiert oder was? Ja, ja. Du siehst doch so einen bösen Husten. Nee, ich esse gerade einen Apfel. Ist das die geheime Krakenkammer? Ich weiß nicht. Aber unter der Erde? Ich meine, ja, okay. Rein theoretisch wäre das auch unter der Erde. Wow. Sieht aber krass aus. Das hat irgendwas Krakenhaftes, oder? Ja. Irgendwo muss man Licht entfachen. Guck, das ist doch, da ist doch ein Krakensymbol. Ja, das ist Kraken. Kann man hier irgendwo eine Laterne oder so anmachen? Ich buddel mal hier. Nee, wir sollen hier ein Licht entfachen. In der geheimen Krakenkammer soll man ein Licht entfachen. Was jetzt? Oh! Wow! What? Okay, du hast das Licht entfacht, Alter. Was läuft hier? Wow! Hier! Warte mal. Komm ich irgendwo irgendeiner Sache näher? Was passiert? Boah, ich kack mir in die Hose, Alter. Warte mal. Was passiert hier? Wir haben einen neuen Satz bekommen. Suchst du meine kostbare Truhe, dann geh zu der Spur des Ebers durch den heimgen Süden und durchbrich die Ruhe. Okay, ich habe so ein Eber-Ding gesehen unten, wo wir... Alter, wie krass. Hä? Was ist jetzt los? Skelettschlüssel verloren. Oh, wurde jetzt zurückgesetzt? Seemannsgarn gescheitert. Haben wir jetzt überhaupt noch... Nee, wir haben keinen Seemannsgarn mehr. Okay, dann machen wir jetzt den Schatz und dann machen wir erstmal eine Pause, würde ich sagen. Oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, aber dann müssen wir ja wieder zurücksegeln und von vorne müssen, anfangen. Ja, müssen eine Pause machen. Okay, was will er als nächstes? Eber, hier ist Eber. Guck, der Satz sagt, suchst du meine kostbare Truhe, dann geh zu der Spur des Ebers durch den Hain gen Süden und durchbrich die Ruhe. Guck, ich kann es dir mal hier hinhalten, dann kannst du okay, auch mal schauen. Okay, warte mal. Gegen Süden. Süden. Wo ist die Eberspur? Ja, hier ist auf jeden Fall ein Eberkopf. Ja, ich glaube, wir müssen von da aus, wo wir das Licht angemacht haben, oder? Weiß nicht, hier ist Südwesten, hier ist Süden. Ja, hier sind wir hergekommen, genau. Hier warte ist mal. Süden. Jetzt gehen wir hier, das ist die Krakenkammer, hier haben wir das Licht angemacht. Und jetzt durch den Hain des Ebers. Hier ist immer noch Süden, ich gehe jetzt einfach mal südlich. Hier, Eber. Wo ist der Eber? Jo. Hier. Und jetzt? So, geh zu der Spur des Ebers durch den heiligen Süden und durchbricht die Ruhe. Vielleicht dagegen schlagen. Vielleicht Musik? Oder Musik, ja. Wir müssen ihn nerven. Aber hier passiert ja nichts. Ich weiß nicht, mach du auch mal Musik, oder? Okay, warte. Die Spur des Ebers. Oder mit dem... oder mit dem Megafon hier. Hallo? Nee, das ist es nicht. Warte mal. Hallo? Moment, ist das hier? Nee, das ist eine andere. Du musst gucken, wo so ein Briefsymbol dran ist. Okay, Moment. Snake Island. Nee, das ist die andere. Okay. Das ist die hier. Also, lass mal lesen nochmal. Ja. Suchst du meine kostbare Truhe, dann geh zu der Spur des Ebers. Durch den Hain, gehen Süden und durchbrich die Ruhe. Gibt's hier irgendwo eine Glocke oder so, wo man dagegen schlagen kann? Weiß nicht. Ja, hier ist auf jeden Fall Eber. Hier ist ein Eberschädel. Gibt es hier irgendwas, wo man dingeln kann? Mann. Die ganze Zeit lief so gut. Nee, ich glaube, wir müssen irgendwo... Also hier waren wir drin. Kraken. Ja, dann haben wir das Licht angemacht. Ah. Ich, von hier aus jetzt durch den Hain des Südens. Ja, das wäre hier. Süden wäre dieses Ding hier. Und dann haben wir das hier gefunden. Und dann sollen wir die Ruhe durchbrechen. Aber hier kann man nichts machen. Also ich sehe zumindest nichts. Vielleicht gibt es draußen noch irgendwas. Hier ist Krake.
Ich habe vorhin nochmal draußen ein Eber-Symbol gesehen. Aber draußen ist auch wieder hell, sehr gut. Sehr gut. Also hier ist Eber. Und ich habe unten, glaube ich, auch noch irgendwo einen Eberkopf gesehen. Wo ich gesagt habe, guck mal, die beten hier den heiligen Eber an. Meister Eber. Meister Eber. Aber ich check's nicht. Also, der Hain des Südens. Oder Folge der Spur des Ebers? Also hier unten höre ich auf jeden Fall plänkeln. Ich gehe jetzt mal weiter hoch. Moment. Aber da haben wir doch die Ruhe durchbrochen. Ja, vielleicht gibt es auch irgendwo eine Glocke oder so. Hier ist Eber. Hier ist auch Eber. Ist auch Eber. Und hier ist eine Höhle. Gleich eine Waffe abfeuern. Schieß halt mal. Nichts passiert. Moment, hier sind überall Eber-Symbole. Muss ich das nochmal genau anschauen. Warte mal, ich geh mal hier hoch. Dann geh zu der Spur des Ebers. Durch den Hain gen Süden. Hier ist noch mehr Eber. Die Ruhe. Wo ist der Eber denn hin? Ich finde hier so viele Eber-Sachen. Ja gut, das scheint hier eine Eberinsel zu sein, aber wir sollen ja den Hain oder den... Ja, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwas ganz oben. Ist da noch mehr Eberzeug? Hier sind sehr viele Schweine. Vielleicht ein Schwein deswegen, opfern. Das ist... Ein Schwein hier reinbringen. Rituelle Schweinsmorde. Jetzt bin ich wieder da, wo wir den Schlüssel gefunden haben. Dann ist hier Ende. Tja. Sehr merkwürdig. Das ist ja echt nicht so easy. Können wir jetzt wieder ewig suchen. Na gut, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge... Schade. ...werden wir Schätze beschatzen, Dinge machen. Schätze schatzen, alles. Und werden auch hier die Quest vorantreiben. Wir holen nochmal den Schlüssel und dann... Ich meine, das mit dem Kraken war halt Pech, ne? Ja, das war halt Pech, kann man nicht anders sagen, ne? So... Es passiert halt mal. Die Schatzsucherei ist ein gefährliches Business. Ja. Da dreht man sich zweimal um und schon ist man tot. Verrückt. Nee, hier geht nichts. Keine Ahnung. Okay, ja, die machen Ruhe wir. Durchbrechen. Keine Ahnung. Wir durchbrechen sie. Vielleicht durchbrechen wir sie noch. Mal gucken. Man weiß es nicht. Jetzt ein Skelett gespawnt, weil hier die ganze Zeit rumhängen. Ja klar, wir können es nicht. Unten steht auch einer im Meer. Naja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst eine Bewertung da. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und der Block der Lümmel. Der Block der Lümmel. Auf Tschüss. Wiedersehen.